Hallo, liebe Zuschauer, Spiele für Nichtspieler bzw. Gelegenheitsspieler. Eine kleine Auswahl, was es da alles gibt, stelle ich euch in diesem Video vor. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ja, weiterer Teil, Klassikerspiele, Familienspiele, Topspiele in verschiedenen Rubriken. Vieles habe ich euch vorgestellt, da kommt noch einiges. Und ich habe so viele Wünsche bekommen an Anfragen und jetzt geht es darum, auch eure Wünsche zu erfüllen. Und jetzt gibt es die nächste Liste, nämlich Spiele für Nichtspieler, beziehungsweise je nachdem Gelegenheitsspieler. Also durchaus ein einfacher Einstieg, aber auch einen hohen Aufforderungscharakter, dass man sagt, wow, das ist ja mal cool. Und aus meiner Erfahrung damals in der Schule, Brettspiel AG, aber auch durch diverse Besuche von Eltern, von Kindern, von unseren Kindern, wo die Eltern vielleicht gar nicht spielen und die sind dann hier zum ersten Mal und sagen, Wahnsinn, was ist denn da? Und kennen sich gar nicht mit Spielen aus. Was nimmt man da? Was bietet sich an? Wo packt man vielleicht den einen oder anderen und der oder diejenige bekommt vielleicht Lust auf das Hobby? Ist natürlich immer sehr stark vom Spiel, vom Mechanismus unterschiedlich, aber deswegen habe ich auch eine kleine Auswahl und die meisten Spiele, oder fast alle, die bekommt ihr auch noch im Handel und ich habe auch Videos gemacht zu diversen Spielen. Das werde ich auch jetzt sagen, dass ihr da Bescheid wisst. Vielleicht ist da auch ein Spiel dabei für euch als Familie oder als Expertenspieler. Lasst euch überraschen. Wenn ihr das ein oder andere Spiel holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. So, und damit fangen wir auch gleich an. Je nachdem setze ich dann im Nachgang nochmal Zeitmarker, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt und ein bisschen schauen könnt. Und wenn ihr Fragen haben solltet, jetzt im Verlauf dieser doch etwas längeren Videoreihe, schauen wir einfach mal, dann einfach ab in die Kommentare, dann sehen es andere und ich kann ja auch direkt drauf reagieren und hoffentlich auch eine passende Antwort liefern. Und damit fangen wir auch gleich an mit dem ersten Spiel und das ist nämlich schon quasi ein Klassiker. Kann man schon sagen, verflixt neues Gewand, ab 8 Jahre, erschien bei Amigo, 2 bis 6 Personen ab 8 Jahre, ja, habe ich gesagt, ab 8 Jahre und ist ein Laufspiel. Es muss ja nicht gleich, Mensch, ärger dich nicht sein. Es kann ja auch mal ein durchaus ein bisschen gemeines Spiel sein, aber ein Spiel, wo man schnell loslegen kann. Und das ist hier auch der Fall. Und es ist bei weitem besser, es ist witziger, es ist ein kleines bisschen gemein. Weil letztendlich sind das die Regeln. Ihr merkt, leichter Einstieg. Ihr habt also verschiedene Plättchen, grüne, rote, die legt ihr quasi aneinander. Ihr könnt es nach Vorgabe machen oder nach Belieben. Und jeder Spieler bekommt eine gewisse Anzahl Figuren und die stellt man auf die Startposition. Und dann würfelt man. Und abhängig vom Würfelwurf läuft man natürlich auf andere Felder drauf. Eigentlich gar nicht schwer. Jetzt kommt es allerdings. So, läuft man von einem Feld weg und ist da der einzige, also die einzige Spielfigur, dann nimmt man sich dieses Plättchen. Und was soll das bringen, das Plättchen? Ja, das Plättchen bringt je nachdem Pluspunkte, Minuspunkte oder andere Dinge, die dann drauf abgebildet sind. Und im Spiel geht es natürlich auch darum, viele Punkte zu bekommen. Und es ist ein richtig schönes, geselliges Spielchen, schnell aufgebaut, schnell gewürfelt, schnell erklärt. Genau das Richtige für eine Runde. Steht zwar drauf, 2 bis 6 Personen, aber ja, je mehr Personen, desto lustiger das Ganze in einer geselligen Runde. Auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ein wirklich tolles Spiel. So, und ein Spiel, was ich euch die längere Zeit gar nicht empfohlen habe, weil es immer ausverkauft war. Jetzt gibt es es aber im neuen Gewand für alle Fans von Schnippspielen. Ja, es gibt ja durchaus welche, die schnippen gerne und sind vielleicht auch zu zweit. Wobei ihr auch als Team spielen könnt oder 2 gegen 1 oder 2 gegen 2. Bleibt euch überlassen. Und das ist Rums. Und das besteht quasi aus 3 Spielmatten. Die legt man quasi in der Mitte dann aus. Und jeder bekommt quasi Würfel einer Farbe. Rote Würfel oder blaue Würfel. Und da ist ein König dabei und da sind noch ein paar andere Würfel dabei. Und jeder platziert seine farbigen Würfel in seinem Königreich, in seinem Schloss, was abgebildet ist auf der Spielmatte. Und Aufgabe ist es, den gegnerischen König, also den Würfel, den Gegner, wegzuschnippen mit seinen Würfeln. Es ist witzig, weil je nachdem, wie die Würfel dann landen, darf man die weiter verwenden, darf weiter schnippen oder die kommen dann raus sind ja dürfen dann für das Spiel nicht mehr verwendet werden. Klingt simpel, deswegen sind hier auch noch ein paar extra Würfel dabei, sodass manche Würfel dann noch separate Aktionen haben, aber die muss man ja nicht gleich in der ersten Partie verwenden, sondern vielleicht erst im späteren Verlauf, wenn man vielleicht Lust auf so ein Spiel hat. Es ist übrigens ab 7 Jahre, aber auch für jung und alt. Ist für 2 bis 4 Personen, klar, Teamspiel, oftmals zu zweit und geht gerade mal 20 Minuten. Auch das
Rums aus dem Hause Kosmos, eine ganz klare Empfehlung. So, wo legen wir weiter? Wenn wir da schon beim Stippen sind, dann lege ich es auch mal aus, dann sieht man es. Auch Ice Cool habe ich schon etliche Male empfohlen. Das war übrigens auch ein Spiel, wo ich in der ersten Klasse in der AG dabei gehabt habe und das wurde auch in jeder Stunde wirklich gespielt ohne Ende. Es war relativ schnell erklärt. Die Regeln im zweiten Teil sind, glaube ich, ein bisschen einfacher aufgebaut, aber es ist letztendlich, ja, wie soll ich sagen, eine Art Schnippspiel, aber doch was Besonderes, weil ich zeige es mal hier auf der Rückseite. Mensch, ist der groß, der Spielplan. Ja, das sind die Spielschachteln. Da sind innen drin noch andere Schachteln enthalten und ihr baut quasi das hier als große Fläche auf. Es wird auch angegeben, ist recht einfach. Und jeder nimmt sich dann die Pinguine. Und was mache ich mit den Pinguinen? Ja, die muss man schnippen. Die muss man quasi durch die einzelnen Elemente hier unten schnippen, um die Fische, die hier oben zu hängen, um diese wegzunehmen. Das heißt, ihr müsst durch die Türe dann schnippen. Sehr einfach. Und macht das jeder dann hintereinander? Ja, es gibt allerdings einen Fänger. Und ein Fänger hat die Aufgabe, euch Mitspieler, also deren Pinguine, zu fangen. Und das wechselt natürlich immer Runde für Runde. Und es ist ein wirklich lustiges Schnippspiel, wo man nicht nur gerade schnippen kann, sondern wo man auch schnippen kann, dass die Pinguine kleine Sprünge machen. Sehr hoher Aufforderungscharakter. Damals in der ersten Klasse, auch im Brüller, haben sich viele dann notiert für die Eltern, dass sie es sich kaufen. Also auch hier eine klare Empfehlung. Wer so eine Art von Spiel mag, erschien bei Amigo ab 6 Jahre. Ja, da gibt es Meisterschaften mit Erwachsenen. Also jetzt nicht unbedingt für die Jüngeren, beziehungsweise für die Jüngeren und für die Älteren gleichermaßen als Familienspiel durchaus eine klare Empfehlung. Haben wir auch euch in etlichen Videos vorgestellt. Übrigens verflixt auch Rums, gibt es auch Videos. Ich kann ja nicht alles verlinken. Notiert es euch je nachdem, dann findet ihr euch vielleicht auch gleich zurecht. Ja, das ist wirklich, das haben sie auch, das ist übrigens auch ein Spiel, wo in der ersten Klasse damals häufig gespielt wurde und jetzt auch noch bei uns immer wieder regelmäßig auf dem Tisch ist, das ist das Kartenspiel Drecksau. Drecksau ist ein Spiel aus dem Hause Kosmos ab 7 Jahre, 2 bis 4 Personen und es ist auch recht schnell aufgebaut, weil jeder hat seine Schweine, abhängig von der Spieleranzahl, legt sie aus. Und dann spielt man quasi Karten aus, beziehungsweise werden Karten gezogen. Und mit diesen Karten quasi mache ich mein Schwein dreckig, beziehungsweise ich mache es wieder sauber. Manches will ich nicht. Oder ich baue einen Stall für mein Schwein. Und das ist total witzig, weil letztendlich geht es ja um die Drecksau. Ich will jetzt kein sauberes Schwein, ich will dreckige Schweine, beziehungsweise auch andersrum. Das haben wir auch schon andersrum gespielt. Verrückt auf jeden Fall. Ein verrücktes Kartenspiel, wo ich schon so viel erlebt habe, wo die Kinder sogar auf eigene Ideen kommen. Weil es gibt ja auch mittlerweile eine Erweiterung, die kann man natürlich auch mit hinzunehmen. Aber wer so ein Kartenspiel sucht, es gibt es auch im anderen Format. Lasst euch jetzt nicht blenden von dem Format, wenn ihr sagt, das ist ja cool. Ist auch als Geschenk super, wenn ihr da sowas sucht. Relativ einfache Regeln, ihr seid schnell drin. Und auch dieses Spiel, das haben beispielsweise die Kinder auch damals ja, nach der ersten Stunde selbstständig immer weiter gespielt, weil es einfach gut ankam. Es kam aber bei uns jetzt in Erwachsenenrunden auch immer super an. So, wir machen wieder was für 2 Personen. Ich werde ja oft auch gefragt von Kollegen etc. Mensch, wir suchen was Einfaches, was Lockeres für den Abend. Es soll nicht so stressig sein, aber was Gemütliches zu zweit zum Spielen. Kein Schnippspiel oder ein Ärgerspiel oder wo man hier noch richtig sich gegenseitig ja, ärgert auf gewisse Art und Weise mit Karten und sonstigen Elementen. Es soll ein einfaches Plättchenlegespiel sein mit einfachen Regeln. Patchwork. Patchwork ist für mich da dieses Plättchenlegespiel aus dem Hause Lookout. Genau das Spiel, was ich empfehlen würde. Ich habe euch, ich muss drüber schauen, Patchwork Express habe ich euch auch vorgestellt. Das ist ab 6 Jahre. Ist noch ein bisschen einfacher, aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt das Patchwork für 2 Personen ab 8 Jahre. Einfache Regeln, schnell gespielt, herausfordernde Puzzle und hier baue ich quasi mir meinen Plan aufgrund von Plättchen, die auslegen. Klar, mein Mitspieler will andere Plättchen, aber hier geht es natürlich darum, einen schönen Plan, Puzzleplan zu entwerfen, um natürlich auch viele Punkte zu bekommen. Richtig schönes Spiel. Mal wieder was anderes. Vielleicht kennt es manche auch gar nicht, aber das ist auch ein Spiel, wo wir gerne rausholen, wenn Besuch da ist, beziehungsweise wenn Personen da sind, die bisher groß gar nicht spielen. Das ist Looney Quest. Ab 8 Jahre, 2 bis 5 Spieler, 20 Minuten. Und es ist ein Malspiel. Oh, malen. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Also, das ist echt toll. Muss ich euch zeigen. Viele haben sich's, ich weiß gar nicht, haben wir es schon vorgestellt als Video von lauter Vielzahl an Videos. Auf jeden Fall hat man quasi im Bereich. Schau hin. Das heißt, man hat hier einen Weg.
Und diesen Weg muss man zeichnen. Man hat aber diesen Weg vor sich. Das heißt, man muss abschätzen, wo das wohl der Weg dann verläuft. Ich habe also nur den Stift, mein Papier, die Folie und Zeichen und versuche abzuschätzen, ob das klappt, was ich sehe. Weil ich muss manchen Hindernissen aus dem Weg gehen. Das machen alle gleichzeitig, weil letztendlich liegt ja eine Auslage. Und dann wird diese Auslage quasi, beziehungsweise meine Folie, wird dann auf die Auflage dann draufgelegt. Und dann wird kontrolliert, ob ich auch wirklich nicht irgendwo daneben geschrammt bin etc. oder was eingeholt habe, was geholt habe an Münzen etc. Und das gibt über 42 Levels. Also es wird auf Dauer auch nicht langweilig. Ansonsten, da unten habe ich sie, holt euch die Erweiterung. Da gibt es noch verrückte Pläne mit so einem Gitter, wo man dann alles gar nicht sieht. Das ist auch wirklich klasse. Oh ja, ich bin Feuer und Flamme für das Spiel. Aber das hat auch einen gewissen hohen Aufforderungscharakter. Und um das geht's. Es ist nicht für jeden was dabei, aber das ist eine bunte Auswahl. Vielleicht spricht es den einen oder anderen an. Aber das geht quasi über mehrere Welten. Hat sowas wie eine Jump'n'Run, will ich nicht sagen. Aber man malt und legt es auf und man hofft immer, hoffentlich klappt das mit dem Strich. Und es geht ja auf Zeit dann noch. Ein Stressfaktor ist auch dabei. Ihr malt hier nicht schön und macht es dann wieder weg. Nein, da ist ja auch ein kleiner Stressfaktor hinterlegt. Aber auch eine ganz klare Empfehlung. Auch ein tolles Spiel. So, ich habe das noch rausgeholt, weil letztendlich der Karton sieht schon aus wie verkrupft und das ist immer mal wieder bei uns auf dem Tisch. Es ist jetzt ein Spiel überhaupt, wird der eine oder andere sagen. Ja, es hat sogar einen Sonderpreis damals bekommen vom Spiel des Jahres, weil es einfach ein klasse elektronisches Spiel ist. Und ich habe es damals sage ich schon, im Rahmen der Klassiker-Videos, klassische Spiele, teilweise 90er Jahre, habe ich es auch erwähnt. Und ich habe ja gesagt, wir haben nicht nur in diesem Spiel haben wir noch was drin, weil es gibt noch eine kleine Erweiterung das kriegt ihr auch über die unten dann links, kriegt ihr das zu kaufen, müsst ihr einfach mal schauen, Looping Louis. Und die Erweiterung, die hat so einen kleinen Aufsatz und da macht ihr eine Batterie rein und dann läuft der Louis ein bisschen anders. Das heißt, mal schneller, mal langsamer. Hä? Von was redest du? Wir kennen Looping Louis ja noch gar nicht. Ja, Looping Louis ist ein elektronisches Spiel. Und ich halte es wahrscheinlich am besten mal in diese Kamera. Es ist schnell aufgebaut. Die Kinder können es quasi auch selber schon aufbauen. Und jeder hat so seinen Bereich mit seinen drei Eiern, die man hier platziert. Und dann schaltet man einfach an und der Louis, der fliegt hier quasi immer im Kreis herum. Aber hier habt ihr so einen Stopper quasi, oder kein Stopper, aber ihr habt ein Element, um drauf zu tippen. Und je nachdem, wenn der Louis genau auf diesen Moment drauf fliegt und ihr klappt dann drauf, dann fliegt er in die Höhe und vielleicht fliegt er genau zu dem Mitspieler und schnappt sich dort das Ei, weil er vielleicht dort dagegen schrammt und das Ei kullert quasi herunter. Witziges Spielchen gibt es auch als Deluxe-Version, handgefertigt gibt es das auch mit LEDs etc. Also ihr könnt hier wirklich sehr viel Geld vergraben in dem Spiel, aber ansonsten das klassische Standardspiel, wer es nicht kennt, elektronisches Spiel, hoher Aufforderungscharakter, könnt ihr sofort losspielen. Ja, ihr merkt, eine bunte Auswahl. Ich habe mir doch einiges hoffentlich einfallen lassen für das Video. Ansonsten gerne ab in die Kommentare. Ja, jetzt gibt es natürlich auch noch Spiele, wie zum Beispiel Deckscape. Man liest gar keine Anleitungen gern. Man will was spielen, aber ja, komm mal bloß nicht mit den Regeln lesen. Oh, wann können wir anfangen? Ja, vielleicht kennt ihr die eine oder andere Situation. Bei solchen Spielen wie Deckscape, Rätselspiele, Abenteuerspiele, ihr packt das aus, habt den Stapel vor euch und fangt sofort quasi an zu lesen, zu rätseln und das gemeinsam. Und da wird nichts zerschnitten etc., wie Exit-Spiele beispielsweise, die auch sehr beliebt sind, wo es Einsteigerspiele gibt mit Rätseln. Da habt ihr aber ein paar Regeln, die sind auch cool. Aber hier zum Beispiel fangt ihr gleich an zu spielen. Und legt los und muss ich ehrlich sagen, mit solchen Spielen, da haben wir wirklich sehr viel Spaß. Und ich empfehle es ja immer Eldorado als Spiel schlechthin, weil das mein Favorit ist, was die Deckscape-Reihe dann angeht. Da spielt ihr eine Stunde, Altersangabe ist ab 12, könnt ihr aber auch mit 10-Jährigen spielen, kooperativ, also gemeinsam, 1 bis 6 Personen. Und ihr habt einfach Spaß, circa 60 Minuten und dann habt ihr das gespielt, ohne quasi vorher groß die Regel zu lesen. So. Ich habe es mit aufgenommen. Ich habe mir Elias gefragt und die Alina hat gesagt, das ist gerade auch ein Spiel. Das nehmen wir ja auch immer häufiger. Ja, manche mögen es, manche eben nicht. Jenga kennt ihr. Jenga hätte ich jetzt auch holen können. Aber Jenga, es gibt ja auch was Neues. Und das nennt sich die Knuffis. Die Knuffis ist ab 6 Jahre, ist aber was für Jung und Alt, 2 bis 4 Personen. Und letztendlich habt ihr quasi diesen Turm. Und ihr macht den Becher, jetzt habe ich schon gezeigt, dann mache ich es auch auf. Diesen Becher, den ich nie aufkriege, jetzt habe ich es, den habt ihr jetzt vor euch. So, und dann könnt ihr auch loslegen. Da haben wir noch die Karten, ich setze nachher alles zurück. Und die oberste Karte gibt quasi an, welchen Knuffi ich nehmen muss,
und dann auf eine höhere Position setzen muss. Ein bisschen wackelig und er wird auch irgendwann schief, aber letztendlich sollte er natürlich nicht einstürzen. Auch ein Spiel aus meiner Sicht mit hohem Aufforderungscharakter, was die Kinder sehr gerne spielen. Was auch ein Spiel ist, wo man gern mit Oma und Opa je nachdem dann spielt, weil es einfach schnell erklärt ist und da haben wirklich alle ihren Spaß. Ich hoffe, ich krieg's jetzt wieder rein. Das klemmt als manchmal, vielleicht auch nur bei mir, aber ansonsten habt ihr das in der Box und könnt sofort loslegen. Auch bei ja, durchaus Gelegenheitsspiele, ein Spiel mit hohem Aufforderungscharakter. Mensch, Jörg, hast du auch was Größeres? Das sind alles so kleine Spiele. Hast du was, wo man wirklich sagt, wow, das ist ein großes Spiel? Ja, ich habe eins für euch. Hab extra geguckt. Die gibt es noch im Handel. Noch. Ich empfehle die seit Jahren immer auch auf Ostern, beziehungsweise als Oster- und Weihnachtsgeschenk, weil die super sind. Es gibt nämlich eine Version für 4 Personen und das, was ich euch zeige, ist die Version für 2 Personen. Und das ist wirklich klasse vom Preis. Und das ist Klask. Klask, das andere Klask, steht mittlerweile in der Grundschule. Das Brett sieht mittlerweile aus, weil es einfach so oft gespielt wird. Das ist sehr beliebt. Das ist das Zwei-Personen-Spiel Klask. Sieht man ein bisschen was auf der Rückseite, sieht man es. Und ihr packt das quasi aus und ihr nehmt den Magnet, den habt ihr unten. Der andere Magnet ist oben. Das heißt, ihr schiebt von unten ran und oben quasi ist eure Figur. Und damit müsst ihr versuchen, Tore zu schießen oder Tore zu verhindern durch kleine Mulden. Ein klasse Spiel, eines der Spiele, wo ich sage, das darf eigentlich fast nirgends fehlen. Vor allem für die ca. 40 Euro, was es kostet. Ein tolles Spiel, Holzspiel. Ich weiß gar nicht, wie der Preis zustande kommt. Gibt es noch ein paar im Handel? Es gibt es dann auch als für die 4er-Version, wenn ihr zu viert seid, gerne oft zu viert spielt, gibt es das auch. Kostet ein paar Euro, glaube ich, mehr. Aber auch sehr edel, habe ich euch auch schon vorgestellt. Da müsst ihr einfach mal reinschauen. Aber auch das ist eine klare Empfehlung, hoher Aufforderungscharakter, wenn ihr zu zweit spielt oder zu viert. Klask, aus meiner Sicht, fast in keinem Spieleclub, in keinem Event darf das fehlen. Auf der Messe in Essen beispielsweise auch Klask-Turniere etc. sind sehr beliebt und die meisten haben das Spiel. Es ist einfach ein tolles Spiel. Ein tolles Spiel, auch wieder hoher Aufforderungscharakter, wenig Regeln, spricht vielleicht nicht jeden an. Ganz klar, Geschmäcker sind verschieden. Nicht jeden, nicht Spieler, Gelegenheitsspieler, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall eine bunte Auswahl. So, ein Spiel, wo insbesondere meine Eltern nach wie vor Feuer und Flamme sind. Ich weiß gar nicht, spielen sie es einfach noch zusammen häufig. Quicks. Quicks ist ein einfaches Würfelspiel. Roll-and-Ride-Spiele sind ja sehr beliebt, wo man quasi hier so einen Block hat. Jeder hat so einen Block. Es wird gewürfelt und man trägt hier die jeweiligen Zahlen dann ein. Je nachdem, was man eintragen darf, in Kombination mit anderen Würfeln. Und es geht natürlich darum, viele Kreuzchen zu setzen, gerade Richtung Ende, weil die Zahlen, die steigen ab bzw. steigen auf. Und da geht es quasi auch darum, viele Punkte zu erzielen. Ein schönes, geselliges Spielchen. Ich hätte es auch Kniffel noch holen können. Aber Kniffel kennt vielleicht die Nichtspieler, Gelegenheitsspieler. Dann darf es ja auch ein bisschen was anderes sein, was auch schön Spaß macht mit einem Block, wo man ankreuzt. Ganz klar, Quicks ist das Spiel. Und da haben wir euch auch schon, glaube ich, alle, ich glaube, ich habe euch alle Erweiterungen vorgestellt. Schon verrückt, aber wir mögen das Spiel, meine Eltern auch. Und es ist ein Spiel auf ewig. Und es ist auch ein Spiel, wo man relativ schnell andere davon überzeugt haben, von solchen Spielen, Roll-and-Ride-Spiele. Und da haben wir euch schon viele vorgestellt. Teilweise haben die ein bisschen schwierigere Regeln. Die heißen zwar auch mit dem einfachen Einstieg, aber letztendlich Quicks ist eines der Spiele, kann ich echt empfehlen. So, Kartenspiele, Roll-and-Ride, Würfelspiel. Würfelspiel darf nicht fehlen. Und ich glaube, das haben sich mittlerweile auch die meisten geholt. Aus meiner Sicht eines der besten Würfelspiele schlechthin ist Heckmeck am Bratwurmeck aus dem Hause Zoch. Auch hier mit Würfeln, wo man würfelt und abhängig von der Würfelanzahl versucht man gewisse ja, so Steine mit Zahlen zu ergattern. Die Würmer sind die Punkte, die man später dann bekommt. Und auch ein schnelles Spiel, wo einfach Spaß macht, wo es heißt, komm, sitz her, nimm die Würfel, fang mal an, versuch mal das zu würfeln. Und dann ist man eigentlich schon drin in den Regeln. Alles Weitere kann man dann im Spielverlauf den anderen erklären. Es sind auch nicht viele Regeln. Es gibt so ein paar kleine Besonderheiten, aber das kann man im Spielverlauf super erklären. Und dann wird gezockt, gewürfelt. Oh nee, du hast mir den Wurm oder die Zahl weggeklaut. Ja, ich klaue mir jetzt die Zahl. Richtig schönes Spielchen. Auch klasse Spiel. Habe ich auch ein Video gemacht. Also wenn jetzt die Regeln wirklich unklar sein sollten. Ich glaube, zu allen bisher genannten Spielen habe ich auch Videos gemacht. Schaut da einfach mal rein.
So, was haben wir noch? Ein Spiel, ich traue mich schon kaum, das wieder zu zeigen, aber das ist einfach ein Spiel für Gelegenheitsspieler, für Nichtspieler, wo man relativ schnell in die Regeln reinkommt. Ein wahnsinnig beliebtes Spiel. Und viele haben sich's geholt, entweder in dieser Form Konzept oder in der Junior-Version, als auch als Empfehlung, Geschenk etc. Einfache Regeln, ihr wollt sofort loslegen. Da steht drauf, ab 10 Jahre, klar, dann könnt ihr auch das Junior holen, das ist etwas einfacher. Aber was macht man denn überhaupt in diesem Spiel? So, ich zeige es ein bisschen vielleicht auf der Rückseite. So, das heißt, man hat hier so einen großen Spielplan, da sind verschiedene Symbole dann hinterlegt. Und man nimmt eine Karte und diese Karte zeigt einen Begriff oder ein Motiv, je nachdem, ob ihr die Junior-Version habt. Und die Mitspieler müssen das Motiv erraten. Das heißt, ich markiere hier einzelne Felder und dann müssen die Spieler versuchen, auf diesen Gegenstand zu kommen. Also hier, Tier wurde hier markiert, dann wurde hier markiert gelb, dann wurde schwarz markiert, dann die Größe hier klein wurde markiert und hier wurde Marker auf den fliegend gestellt. Ja, was ist das? Die Biene. Okay, bin jetzt auch nicht gleich drauf gekommen, aber ihr merkt's, schnelle Regeln, schnell erklärt, ihr könnt sofort spielen. Das Tolle an dem Spiel ist, das können Kinder auch mit Erwachsenen spielen und zwar die Erwachsenen müssen das erraten, was die Kinder dann machen. Und das ist auch eine Besonderheit bei diesem Spiel, auch ein Spiel mit hohem Aufforderungscharakter, ein Ratespiel, aber ihr merkt, eine bunte Auswahl. Einfach eine Mischung. Sucht euch einfach das eine oder andere raus, was für euch interessant ist. Ja, ein Spiel des Jahres darf auch nicht fehlen. Ich hätte jetzt auch. Sind alle Spiele des Jahres eigentlich für Gelegenheitsspieler? Nein. Insbesondere die alten Jahrgänge empfehle ich keinesfalls für Nichtspieler und Gelegenheitsspieler, weil die sind komplex. Mittlerweile gibt es ja das gehobene Familienspiel, nennt sich Kennerspiel. Das heißt, wo man doch ein bisschen sich mehr in die Regeln dann reinknien muss. Die letzten Jahrgänge, das waren eher die geselligen Spiele. Und Just One als ein Vertreter wollte ich aufnehmen, weil das ist wirklich ein Spiel, wo auch hohen Aufforderungscharakter hat, wo man schnell losspielen kann und wo man sofort jemand an den Tisch holen kann. Derjenige entscheidet recht schnell, ob das dann einem gefällt oder nicht. Weil letztendlich hat jeder quasi so ein Brett vor sich mit einem Stift und einen Begriff. Und man spielt gemeinsam, man versucht die Begriffe zu erraten. Das heißt, man sieht es und macht den ähnlichen Begriff. Das heißt, hier ist Zirkus angegeben. Ich schreibe jetzt hier Clown hin. Mein Mitspieler schreibt Zelt hin. Der andere schreibt Manege hin. Und der nächste schreibt nochmal Clown hin. Und dann wird das erstmal verglichen quasi durch einen Spieler und doppelte Begriffe kommen raus. Und so geht es natürlich darum, den Begriff zu erraten. Das heißt, es wird verglichen und dann wird geraten. Und hier geht es darum, verschiedene Karten, Abfolgen zu schaffen, um viele Punkte zu erzielen. Schnelles Spiel, habe ich euch erklärt, auch mit Beispielrunde, glaube ich, mit einer Couch, glaube ich, und Sofa. Couch, Sofa beispielsweise, habe ich das euch erklärt. Schaut mal rein. Wer dann solche schnelle, geselligen Spiele dann mag, der ist bei Just One beispielsweise genau richtig. So, was haben wir noch? Auch dieses Spiel, je nachdem, wann ihr das Video schaut, nominiert zum Spiel des Jahres 2021. Vielleicht ist es jetzt, je nachdem, wann ihr das Video auch schaut, ist es schon Spiel des Jahres. Aber das ist auch ein Spiel, wo hohen Aufforderungscharakter hat, wo schnell erklärt ist. Weil letztendlich bei Macro Crime City, übrigens ab 8 Jahre, 1 bis 4 Personen, Edition Spielwiese, hat man erst einmal so einen großen Plan. Meine Herren. Das fängt ja schon mal gut an. Ist es jetzt die Anleitung? Nein, das ist nicht die Anleitung. Das ist quasi euer Spielplan. Das heißt, diesen Plan, den legt ihr natürlich mit der richtigen Seite vor euch aus. Manche hängen ihn auch gerne an die Wand, weil oftmals wird ihr gesagt, dann sehe ich ja gar nicht alles. Ja, ihr seht es vielleicht ein bisschen auf den Kopf, ihr schaut schräg. Also ich habe damit, oder wir hatten keine Probleme, auch mit mehreren das zu spielen. Da muss man einfach ein bisschen schauen und sich gegenseitig arrangieren. Aber diesen Plan legt ihr quasi aus. Und dann sucht ihr euch einen Kriminalfall aus. Und diesen Kriminalfall gilt es zu lösen. Übrigens auch hinterlegt mit Schwierigkeitsgrad. Und ihr bekommt Fragen gestellt. Und ihr müsst aufgrund dieses großen Wimmelbildes die Dinge finden und dann zuordnen und dann rauskriegen, was denn hier in diesem City passiert ist.
Das waren alle Regeln. Spielen die Kinder auch gerne, quasi der Elias mit Freunden dann zusammen, immer mal wieder so ein Kriminalfall. Soll auch wohl einen zweiten Teil dann geben. Und das hat auch sehr hohen Aufforderungscharakter. Wenn ihr das auslegt, dann schaut man sofort zu, also aus meiner Sicht, und will dann quasi miträtseln, mithelfen. Mann, wo war das? Wir finden es nicht. Die sind doch irgendwo hingerannt. Und da die Motive wechseln und wandern auf dem Wimmelplan, ist das wirklich ein tolles Spielerlebnis. Auch eine ganz klare Empfehlung, wenn man jetzt sagt, man sucht was Schnelles für Nichtspieler, Gelegenheitsspieler. Man will einfach mal eine halbe Stunde spielen, Spaß haben, rätseln. Dann schaut euch das an. Mal gucken, wie viele Fälle sind drauf. Ich kann es mir nie merken. Es steht, glaube ich, auch hinten drauf. Es sind 16 Fälle. Also 16 Kriminalfälle. Klar, irgendwann habt ihr es gelöst, aber keine Sorge, der Verlag legt danach. Da kommt noch einiges. So, und wie wäre es mit einem Hektikspiel? Habe ich das noch gar nicht gehabt? Ein Schnelligkeitsspiel. Sind vielleicht auch ein paar dabei, wo das mögen oder nicht mögen. Egal, ich habe es einfach mit aufgenommen. Die Rede ist von Speed Cups 6 oder hoch 6. Ist nämlich für 2 bis 6 Personen ab 6 Jahre. Gibt es auch so eine Kleinbox. Ist, glaube ich, für 4 Jahre, muss ich mal schauen, für 2 bis 4 Spieler. Aber das ist quasi die große Box. Und das Spiel ist auch recht schnell erklärt, weil jeder bekommt die Becher, klar, ist ja auch für mehr Personen, Becher in unterschiedlicher Farbe, die lege ich von mir ab und dann wird eine Karte gezogen und die wird abgelegt. Und so wie die Karte abgebildet ist, so müsst ihr stapeln oder das nebeneinander anlegen, die Becher. So, dass es auf jeden Fall passt. Und wer das als Erster hat, der haut auf die Glocke und bekommt die Karte. Alle Regeln. Auch ein Spiel für Nichtspieler, Gelegenheitsspieler und das war mir auch wichtig. Ich wollte extra wenig, oder ich wollte wenig spielen, ne? Ich habe schon viel Spiele, aber Spiele mit wenig Regeln, mit hohem Aufforderungscharakter. Und sicherlich, wenn ich jetzt da hochschaue, habe ich vielleicht das eine oder andere Spiel, na, das hätte ich auch noch mit aufnehmen können, aber jetzt seid ihr vielleicht gefragt und könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was denn ihr sonst empfiehlt. Ich habe jetzt doch einiges auf dem Tisch gehabt. Was würdet ihr jetzt empfehlen, was dem Jörg fehlt? Oder vielleicht ist ein Spiel dabei, wo ihr sagt, Jörg, nein, das geht gar nicht. Ab in die Kommentare. Lob, Kritik etc. in welcher Form. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ihr merkt, ich habe wieder richtig Spaß gehabt an dieser Liste, da euch eine bunte Auswahl an Spielen zu präsentieren. Und ich bin mir sicher, ich weiß es nicht, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht nutzt der eine oder andere die unten genannten Links, weil er sagt, ich bin kein Nichtspieler, kein Gelegenheitsspieler. Wir spielen viel, aber das klang cool. Und das hatten wir noch gar nicht, das Spiel. Das müssen wir uns doch mal näher anschauen. Dann freut es mich natürlich umso mehr. Also ich hoffe, für jeden ist jetzt auf jeden Fall dabei was, also was auch Nichtspieler und Gelegenheitsspieler angeht. Also ich freue mich auch für eure Rückinfo und das war wieder ein weiterer Teil rund um die To-Do-Liste, so nenne ich es jetzt mal, die ganz lange To-Do-Liste von euch, was ihr euch gewünscht habt, aber auf diese Liste hatte ich auch richtig Bock. Und viele freuen sich sicherlich, weil viele sind vielleicht aufgrund der Spiele auch auf diesem Kanal gelandet. Da freut es mich natürlich umso mehr. Ja, ich freue mich auf eure Rückinfo. Wie gesagt, über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns, wenn ihr da Spiele oder andere Produkte bestellt. Müssen keine Spiele sein, das freut uns ungemein. Aber ansonsten sage ich jetzt Tschüss, macht's gut und bis bald.